so schwer bist du ja auch wieder nicht, also. In der Zeit könnte ich meine Spülmaschine eben ausräumen, ne? Mach doch. Schaffst du vielleicht auch noch einen Frühjahrsputz? Einen Kaffee machen? Ja, Kaffee machen, Kaffee wegbringen. Kaffee. Und dann sind wir irgendwann dann da. Den Kaffee habe ich eben schon weggebracht, habt ihr gar nicht mitgekriegt. So, liebe Leute, die Folge verbringen wir jetzt. Markus, du zu sehen, wie er den Berg hochfährt. Ich muss nur gucken, dass ich nicht wieder zu nah an diese Unidad-Basis eben ranfahre. Sonst waren nämlich all die Fluchtschirmen sonst. Wir hätten vielleicht weiter runterfahren sollen und uns ein Heli besorgen sollen. Ich bin doch schon auf dem Weg zur Straße. Alles gut. Uiuiuiui. Gute Federung macht's möglich. So. Meinst du, war doch ganz einfach. Passt. Ist das dann jetzt für heute erstmal die letzte oder wie machen wir es? Ich weiß nicht, wir können noch ein bisschen weitermachen, also ich bin noch ein bisschen dabei. Ja, also ich sag mal so, wir können noch ein bisschen machen, aber ich kriege jetzt gleich einen Besuch und wenn ich schicke vorher eine WhatsApp, wenn sie losfährt, dann habe ich noch ungefähr 5 bis 10 Minuten Zeit. Dann würde ich lieber sagen, machen wir nach der Mission dann erstmal. Okay. Da haben wir dann hier ein gutes Finish hier hingelegt und dann so. Gut. So. Hier sind Suchscheinwerfer. Und ich denke mal, die wird auch nicht gerade mal nur 5 Minuten dauern hier, so wie das aussieht hier von hier oben. Zwei. Verrückt, da reinzugehen. Gibt unser Sold eigentlich nicht her. Du kriegst doch Spinner-Sold. Das ist 3-mal mehr als der Kampfsold, aber die Therapie musst du selbst zahlen. Ich sehe Suchscheinwerfer. Da ist noch einer, genau da. Sehe noch ein Ziel. Jetzt sind's 3. Ein 5. Suchscheinwerfer. Ich habe 2 Suchscheinwerfer schon ausgeschaltet und einen Typen, der wie mitten auf der Straße stand. Die Drohne fliegt. Tango Ziel. Hier sind Lichtpaneele. Also von dem Fels, wo Distant gerade drauf ist, müsste man eigentlich, wenn man da runter geht, reinkommen. Da ist keine Mauer. Ja. Da ist ein Gegner im Raum drin. Das ist doch keine Drohne, die suchen können. Okay, der chillt da rum. Die Frage ist. Ich hoffe, dass ihr den nicht sieht, dann kann ich den Versuch wegzuholen. Da steht einer mit dem. Warte mal. Tango getötet. Den hab ich auch erwischt. Danke, wurde aber beobachtet. Das wird so oder so eine Katastrophe hier. Ich schick eine Drohne. Glaube ich. Da unten ist noch einer, oder? Eine Drohne. Essen. Der Sack, ey. Der Blöde. Aber die halten aber auch viel aus, ne? Ja, gerade die mit dem Schutz, mit dem Schild über dem Kopf. Unglaublich. Wo ist denn da noch einer? Nur eins.
Wir kriegen Besuch, liebe Leute, mal wieder. Zwei. Shit, bin getroffen. Du hast bei mir so scheiße hinter dem Ding stehen, in dem Auto. Bist du da dran? Granate fliegt. Schön. Granate kommt. Ihr scheint, hat die Unidad einen Sender in Elways Auto. Dann sollten wir vor denen bei ihm sein. So, Checkpoint. Helikopter hier schnappen und weg hier. Ja. Weil ich kriege gerade richtig Besuch. Och, nee, komm, ey. Sam hier. Scheiße. Sehr gut. Bis die nachgeladen hat, ne? Das bist du, Markus. Ich habe gerade die ganze Zeit auf die Waffe gezielt. Wir haben übrigens wieder Fahrzeuge im Hintergrund. Achtung, da kommt ein Auto. Und wenn ich mich nicht täusche, auch ein Heli, wenn ich das richtig höre. Ja, das ist auch irgendwie für einer. Ja. Wo ist der Heli? Über uns. Jawohl. Ich brauchte mal Munition. Hier sind mehrere Kisten, wo ich hier gerade bin. Hier ist auch Munition drin, ja. Ja. So. Da ist eine montierte Waffe. Wollen wir den Heli nehmen? Ja. Ja, und dann sollten wir weg. Komm, wir zurück. Schnell rein. Ich bekomme das hin. Dann war alles an Bord, weil wir haben gerade echt. Wir müssen hier hoch. Ja, nee, Markus ist noch. Distance, Yvonne geht auch noch da hinten noch. Ich bin auf dem Weg. Ja, schnell, schnell. Die Ballern ist den Heli kaputt. So, setze, ganz. Wir sind da noch nicht drin. Was? Yvonne sitzt doch nicht im Heli. Okay, weil ihr mir hinten angezeigt werdet noch. Sind alle da. Okay, gut. So, mal eben gucken, wo wir jetzt hier landen, ne? Nicht wieder mitten rein. Ach, der ist, okay. Unterwegs. Ja. In seinem Auto. Ja, ja. Das ist gut. Da unten ist ja der Jeep. Soll ich da irgendwie mich auf die Straße stellen oder so? Ja, hier vorne. Um die Ecke hier. Hier so. Hier so? Ja. Sichern, sichern, nicht töten, nicht töten. Hab dann. Gut, dass ich gut ziehen kann. So, da kommt einer. Wo? Wo die da? Verschwindet auch. Boah, wir können ja den Auto schnappen und wir müssen sie mitnehmen. Können wir den mitnehmen hier? Ja, wir müssen sie mitnehmen. Ab in Heli. Kann er da rein? Ja, mal von rechts vom Unidad. Ey, was war das denn? Hast du das gesehen? Ja, Unidad.
Ja. Nee, die haben den Heli über den Haufen gefahren und dadurch auch Yvonne und das Ziel. Unfassbar. Sieht jetzt auch so gut aus. Ja, das sah echt gut aus, aber irgendwie wollte das dann doch nicht. So. Gute war, dass es ein Checkpoint war dazwischen. Ja. Sehr gut. Aber mir lädt noch. Au! Der ist über das Fuß gefahren. Wieso wollen mich einfach alle überfahren? Sorry, Bruder, aber ich brauche dein Auto. Raus. Oh. Festhalten, Leute. Alle drin? Ja. Ich bin am Weg, nee. So, jetzt. So, ich bringe euch sicher. Andere Seite. Eine Seite? Okay, ja, weil der Weg erst da in die Richtung angezeigt wurde. Ja, der hat jetzt, glaube ich, dreimal hin und her so gedoppt. Die gelbe Markierung. Hm. Haben wir denn überhaupt noch wie viele Meter? Kilometer? 400 Meter. Okay. Ich glaube, der kommt auf uns zugefahren sogar. Ja. Ich kann Elway sehen. Ist in der kleinen Gruppe los. Scheiße. Ja, holt ihn euch. Du sollst mich nachladen. Ich heile mich gerade ein bisschen. Dass der Typ mir nicht hinkommt. Sorry, dass ich euch jetzt abstehen lassen. Der wird beschützt von Unidad. Scheiße! Sind alle von der Unidad hier. Ja, keine Chance. Der saß zwar draußen, aber Unidad stand natürlich direkt daneben. Die haben nur gewartet drauf, dass sie mich holen können. Oh, Alter, hier ist was los. Ich bin jetzt auch tot. Ich komme nicht dazu, hier die Wunde zu heilen, irgendwie. Na, ihr habt da hinten den ganzen Druck. Ich habe hier vorne alles. Wie gesagt, ey, ich stehe draußen. Aber ohne da bewacht den Typen. Hier ist alles voller Unidad. Hier ist alles voll. Hier ist nicht sogar eine Waffe in der Nähe, wie ich gerade sehe. So, scheiße, ey. Ah, vergiss es, Alter. Hier kannst du knicken. Wir sind voll im Gefecht drin. Mann, ey, nein!
Ja, hast du schön. Mann, ey! Diese Scheißsteuerung! So eine Scheiße hier! Mann, wer lässt sich auch so eine Scheiße einfallen? Meine Fresse, ey! So was Bescheuertes! Mann! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin direkt vor der Hütte, wo wir den abliefern sollen. Will den aus dem Auto rausholen, drücke Viereck, er steigt natürlich wieder als Fahrer ein. Meine Fresse, weil man auch alles immer so minimal, es muss immer so Millimeter alles genau sein. Da könnte ich immer ausrasten bei so einem Scheiß. Ja. Eben gerade auch, wo du den gestoppt hattest, ich will ihn hier schnappen. Was macht er? Er steht steckt als Schütze auf so einen Scheiß Unidad-Pickup. Weil der Millimeter daneben steht. Mann, ey. Ja. Wir sollten echt Feier machen danach. Nehm mal mich kurz zu was an. Machen die hier solche Missionen, wo du so lagdick bist und dann musst du hier Millimeter genau an so einem scheiß Auto stehen, um irgendwo einzusteigen oder jemanden rauszuholen. Anstelle, dass du das einfach mit zwei verschiedenen Knöpfen machen. Boah, Gott sei Dank. Haben's. Ja, wir müssen erstmal alle in der Bude drin sein, weißt du doch. Ich guck schon ein Video. Setz dich hin. Hab mal Respekt. Ich weiß, sie müssen jetzt doch dicke Eier machen und so, aber. Ich versuche gerade ungesehen an allen vorbeizukommen. Ich dafür den letzten Rest ihrer Fresse wegbringen muss. Wir müssen keine Leiche loswerden, wenn wir dich verbrennen. Hey, chillt mal, ja? Ich hab bestimmt was für euch. Doch ja, ist klar, ey. Ihr wollt mich doch verarschen da. Oh, ey, Leute. Kann doch nicht sein. Die stehen ja vor dem Eingang, ne? Waren die Mädels auch schon in der Hütte drin? Nein, nee, nee. Wir haben es geschafft, Leute. Die Mission ist erfolgreich. Nein, ist sie nicht. Wir haben sie jetzt gerade gescheitert. Ich stand gerade tatsächlich gefangen genommen. Ich glaube, wir haben die Mission trotzdem erfolgreich gemacht. Das ist ja der perfekte Zeitpunkt zum Aufhören, wa? Ja. In jedem anderen Spiel ist es so, wenn du an dem Zielpunkt ankommst, lassen die Gegner ab. Nein, hier nicht. Hier müssen sie dich praktisch zu Zehntausenden auf der Scheißhütte da. Hm. So hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Nein, die beiden Mädels haben immer noch die Mission. Ich habe keine Ahnung, ich habe Ladebildschirm. Wir sind hier immer noch am Checkpoint. Also für mich stand da gerade, bei mir stand da gerade gefangen genommen. Ja, für uns, aber du weißt, dass jeder in die Hütte reingehen muss. Ja, die haben. Wir gehen mal mit hin. Bei solchen Videosachen muss doch jeder an der Hütte dran sein. Ja, toll, der ist wieder unterwegs. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Wir müssen den praktisch für die beiden Mädels jetzt nochmal gefangen nehmen. Das ist doch scheiße. Ein Team ist zu ihrem Haus unterwegs. Wegen mir können wir das auch lassen. Es sei denn, wir holen sie raus. Genau. Fahren Sie sofort zu ihrem Haus. Das ist doch scheiße. Machen Sie ihr klar, dass sie mit uns besser fährt als mit Svenjo. Und bringen Sie sie zum Abholpunkt. Ja gut, der Wade ist ja nochmal mit dem Auto jetzt unterwegs. Na toll, jetzt steigt die in den Kofferraum. Glaubst du nicht, ja.
Finden Sie La Gringa. Wir sind verrückt, da reinzugehen. Gebt unser Sold eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn ihr die Mission habt für eure Videos, ist doch gut. Ja. Also der Typ, der kommt auch sogar auf uns zu. Ich glaube, der könnte auch alleine sein. Aber komm, dann kommt trotzdem wieder Unidad. Jedes Mal, wenn wir den finden, kommt Unidad. Okay. Gut, wir machen hier mal kurz eben wirklich für uns Feierabend. Für die Mädels machen wir das ganze Ding jetzt nochmal aufscreenen.